Der Lack ist ab, zugegeben. Dabei war dieses Haus mal erste Adresse hier. Seit 4 Jahren aber ist das Hotel Erfurter Hof geschlossen und verfällt Stück für Stück. Zu viel Konkurrenz, zu wenige Gäste. Der Hotelkoloss schlummert an jenem Ort, wo vor 29 Jahren deutsch-deutsche Geschichte geschrieben wurde. Und zwar an einem Fenster. Dort oben hat Willy Brandt gestanden. Und es war bewegend, wie er ans Fenster getreten ist, hat die Hände gehoben. So quasi Ruhe, ich bin da, bleibt ruhig, wir werden schon was hier zusammenkriegen. Andreas Theiß war damals dabei an jenem 19. März 1970, als tausende Erfurter auf Willy Brandt warteten und mit ihm auf ein Ende der Eiszeit. Der erste Besuch eines westdeutschen Kanzlers in der DDR. Frostiger Empfang durch Willi Stoph, danach aber die berühmten Willi-Willi-Rufe vor dem Erfurter Hof. Und jetzt, der historische Platz trägt zwar Willy Brandts Namen, das Hotel aber verfällt. Es ist traurig. Es ist eigentlich beschämend, dass das nicht weiterentwickelt wird, was die Stadt aus diesem Platz, aus diesem Ensemble machen wollte, vorhatte. Es ist schon schlimm genug, dass es 3 Jahre leer stand. Und es berührt mich schon als Erfurter. Ein neuer Bahnhof und ein neues Hotel sollten her, doch die Pläne liegen auf Eis. Das Aus für den ICE über Erfurt bedeutet vorerst auch das Aus für die Sanierung des Hotels. Der Oberbürgermeister ist sauer. 1963 feierten er und seine Frau hier den Abschlussball der Tanzschule. Übrigens, rein kommen wir nicht. Die Interhotel-Gruppe, die neue Besitzerin, lässt es nicht zu. Angeblich aus Sicherheitsgründen. Jetzt weiß ich gar nicht, was mit diesem Haus wieder geschehen soll. Wir wollten ja in diesem Jahr anfangen, hier unter diesem Bahnhofsvorplatz die große Tiefgarage für den Bahnhof und fürs Hotel zu bauen. Also die Dinge sind alle wieder offen. Und ich hoffe nur, dass der Investor jetzt auch ohne ICE zu seinem Programm steht und diese Dinge dann ein Stückchen auf den Weg bringt. Und dann doch etwas von innen, der Speisesaal, die Bar. Fotos aus dem Stadtarchiv. Und noch ein Foto vom 19. März 1970. Gemacht hat es der heute 72-jährige Günther Hagt. Seine Aufnahmen des historischen Tages hat er mitgebracht zum Erfurter Hof. Das mit Willy Brandt am Fenster ist sein Lieblingsbild. Und die alte Kamera hat er auch noch. Ja, eine extra, alte Extra 2P, Tele mit allen Drum und Dran. Ja, mit diesem Apparat, damals gab es ja noch die Schwarz-Weiß-Filme. Willy war ein Idol für mich. Und wenn ich in Erfurter Hof so oft komme, ich hier nicht vorbei. Aber wenn ich in Erfurter Hof komme, da geht mein Blick immer zum Fenster hoch. Das berühmte Fenster. Die meisten, die damals dabei waren, schauen hoch, so wie Günther Hagt. Wehmut, auch ein bisschen Nostalgie schwingt damit. Und alle hoffen, dass das Haus irgendwann wieder ein Hotel ist und nicht nur ein historischer Ort.